Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Heute auch noch mit dem Sunny. Wir gehen zusammen ins Turnier heute rein. Du musst ansprechen, weil wir haben heute mal die Controller getauscht. Also für diesen Part. Geht uns eher mal zur Abwechslung Spieler 1. Wir haben 6 Kämpfe vor uns, hoffentlich alle Bosse, dass ich mich beschweren kann. Ne? Dass ich geboren wurde. Das wäre das, wär das Beste. Auf jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie Wolle die funktioniert hat. Mega nein. So, was habe ich hier jetzt zur Auswahl? Guck mal, Feuer. Wir hätten gar nichts essen müssen. Ja, er sucht sich die Steuerung raus. Eis habe ich noch keine Aufwertung. Weißt du, was ich da gerade sehe, was direkt unser erster Gegner ist? Nee. Den wir zuletzt erst, glaube ich, bekämpft haben. Oder sind es diese Mini-Bosse? Ich häng schon dran, ne? Ich bin Feuer. Schwertgrobian! Du kannst kleinere Gegner einfrieren. Ah. Okay, ich finde es heraus gerade. Gebe, mach ich den ganzen Job. Hey, man will ja keiner halten. Ich hab haben. Natürlich kannst du es haben. Ah. Nee. Die wirft Tornados, das ist nicht sehr nett. Mit den Rumpel. Ja, ich bin ja nicht, der sterben muss. Hätte ich den Tornado? Ich fand's nice. Ich hab's nur erstochen. Ja! Haben wir jetzt hier Feuer? Oh, guck mal, Eagle Power. Du kannst, während du den Igel ausgerüstet hast, also das nutzt, auch rumspringen. Ich würde mal sagen, wir heben uns die Maxi-Tomaten auf, bis wir richtig Schaden haben. Ja, wenn du was aufgepiekst hast, dann bleibt es länger dran und am Ende schießt du alles weg. Oh. Ich wollte dich jetzt auch so früh wiedersehen. Nee, so krieg ich es diesmal nicht ab. Wenn man so drüber nachdenkt, ist hier der Igel auch überhaupt nicht brauchbar, ne? Nee, der Entdecker ist ja am besten, weil du denn da oben die abschießen kannst. Viel Spaß! Stimmt, diese Dinger abwehren, während sie fliegen, wäre eine Option gewesen. Mehr Tatsandra. Komm, werf nochmal den. Die haut ab. Aua. Aua. Vielleicht gibt es eigentlich noch einen Erfolg für ohne Power Up. Gab's bei Wispy Woods. Ich weiß, bei Tropic Woods. Vielleicht ist sie tot. Jetzt würde sich eine Maxi-Tomate lohnen. Ja. Katze besiegt. Juhu. Vier fehlen noch. Oh, jetzt kommt Wutz. Was sind das jetzt? Wutz. Die Items, die wir haben. Einmal den Feder von haben und das andere ist. Weißt du, was gereicht hätte, wenn wir uns einfach berührt hätten, dann hätten wir uns auch geheilt. So. Der Entdecker? Ja, das ist der Entdecker. Probier mal. Kannst du aufladen, dann macht er so eine Salve. Achtung, da kommen Wurzeln aus dem Boden. Eigentlich wäre es praktischer, wenn du hier wirklich gar keine Fähigkeit hast, weil dann kannst du diese riesigen Kokosnüsse zurückschleudern. Okay.
glaube, ich wurde eingesaugt. Gegen die Wölkchen kannst du nichts machen. Da kommen gleich Wutzchen aus dem Boden, die hauen uns. Hui! Nicht, nee. Du bist nicht so weit geflogen wie ich. Ich bin auch gerade die 10 Kilometer geflogen. Autsch. So, diese Wurzeln meine ich. Die kann man kaputt machen oder man kann sich einfach hinterher draufstellen. Hat man Erfolg dafür, die kaputt zu machen. Aua. Gut, dass ich von meinem Angriff eh nach oben komme. Tot! Oh! Nee. Jawoll! Zwei Videos, wir machen die Arena alleine. Haben wir hier jetzt der Hammer und was ist das andere? Das ist ein Quietscher, ich denke. Das ist Chakrams. Ah. Entscheide du, was du nehmen willst. Das sind das Bonkers und dieser Frosttyp. Ja, Feuerzorn. Kannst Hauptmann machen. Ich glaube, ich nehme lieber den Chakra. Ja, komm, finde ich gut. Die kannst du aber aufladen, dann fliegen die später gezielt zu dir zurück. Der wilde Eisbär. Der ist genauso ein Lappen wie früher. Die Meter bei Wolle, die ist ja einfach rechtlich ein bisschen geht mehr. Ja. Die anderen Angriffe sind ja vollkommen lame. Oh, no, no. Oh, okay. Ja, jetzt hätte doch Bonkers und der andere. Aua. Rein, reinstecken. Du machst keinen zu selbst entscheiden. Aua. Tschüss. Willst du den Hammer, meinst du wohl? Nö, nö. Der macht nämlich eigentlich schon ganz gut Schaden. Ja. Oh, wieder der wilde Gorilla. Na komm, ich hol den Hammer mal raus. Warum nicht? So, weiter geht's. Vielleicht haben wir noch wieder mit einem Hammer. Rat mal, welche Nebenmission bei dem der Fall war. Oh. Durch die Beine durch. Einmal so durch. Das war schon die Nebenmission bei dem. Der Rest ist, wie ich im vorherigen Part sagte, eigentlich mehr so immer versucht keinen Schaden zu kriegen und eine bestimmte Zeit. Die No-Hit-Runs sind die, die nerven. Der ging echt schnell tot. Ja, der hat echt lange Zeit gehalten und sagen jetzt Feuer. So, was haben wir jetzt hier? Eis und Sonne? Der Gegner, der jetzt kommt, ist Metanight. Das sind die Bomben, ne? Ja. Nehme ich halt den hier? Ah. Je mehr aneinander sind, desto besser. Die explodieren aber auch irgendwann. Kann ich die gezielt explodieren lassen? Wenn du einen zweiten irgendwo rein wirst. Ah, okay. Wir haben jetzt den Finalkampf mit Metanight. Die anderen waren ja relativ luschen. Oh, du musst Schwertfälle werden. Okay. Oh, und dann auch noch so ein schwerfälliges Schwert gegen Metanight. Ich wünsche viel Spaß. Ne. Jetzt schaue ich, wenn die Bomben. Da in so einem Kämpfer Metanight. Ist auch immer krass, ne? Im Anime ist er komplett anders, ne? Beziehungsweise im Cartoon. Vor allem, wieso kann ich nicht stechen? Ich glaube, ich habe hier irgendwie so einen Geschwindigkeitsvorteil. Ne? Ja, schon echt erleben. Na komm, Metanight! Du wolltest ihn aufladen!
Ja, ich habe ihn jetzt ein anderes Vermut aufgeführt. Oh, er fliegt. Oh oh, was passiert da? Wer verkann er denn so was? Das ist neu. Der Mordstern. Er hat neue Tricks gelernt, aua. Was? Das ist ein Schwertduell, los! Hast ihn entwaffnet, ich nehme es mir. Kann ich das Schwert mit? Ja! Und eigentlich hast du ihn jetzt entwaffnet. Meta Knight Kirby! Oh, das ist overwhelming. Hoffentlich ist es genau das, was man freischaltet. Weil das bin ich viel besser als das schwerfällige Schwert. Das wäre doch cool. Aufladen, wenn ich an ihn drankomme. Komm! Down! Oh, das Meta-Knight ist richtig gut. Oh. Ja, Meta-Knight ist halt ein Kirby. Ja, deine Maske. Ich nehme mal an, dass man das ist, was man freischaltet. Ja, cool. Bestzeit 5 Minuten, beziehungsweise fast 6. Ja. Na gut, im Korb ist man immer ein bisschen schneller. Ja, das stimmt. Ist ja. 500 Sternmünzen. Jetzt nicht so prickeln. Ein Hyperstern, den braucht man zum Aufwerten. Mit einer Schwertpause. Oh, das ist cool. Ich kann nicht darunter. Warte mal. Hm, hier war das, ne? Ja. Eigentlich können wir hier auch schon, obwohl du kannst ruhig den restlichen Teil. Also kann man es doch mehr als einmal aufwerten, das Zeug. Vielleicht aber nur mit speziellen Waffen, das kann vielleicht mal irgendwie von den Nee, wahrscheinlich von allen. Sind nur schrecklich beizuschalten. Also laut Prozentzahl bin ich, glaube ich, gerade beim Viertel vom Spiel. Oh. Also das Meta-Knight-Schwert ist auf jeden Fall deutlich. Okay, drittes ist doch mal höchstens. Tempo von 4. Geht zwar ein bisschen runter, aber mir geht es dann mehr ums Tempo beim Schwert tatsächlich. Ja, ein halbes bisschen Kraft hat echt nicht viel. Dann nehme ich lieber die extreme Geschwindigkeit, die du gerade eben hattest. Schon cool. Ich durfte nicht mal zuerst ausprobieren. Meta-Knight-Schwert. Okay, mit den nächsten Turnier-Stages kann man dann hoffentlich noch mehr falsch machen. Also hier, also, du machst ja doch die ganze Zeit diese Schwertstreifen, was ultra heftig ist. Der ist um Längen besser als der Kolossale. Hat vor allem echt ein gutes Design. Kann man da nicht machen? Ja, da wollte ich gerade gucken. Nee, muss erst wahrscheinlich storymäßig freigeschaltet werden. Warte. So, was mich jetzt noch interessiert, wandert einmal mit mir nach hier. 180 und 145 wollen dies. Ich habe keine Ahnung gerade, wie viel ich habe. 130. Ja, nicht ganz. Dann können wir die. Okay, das wollte ich wissen. Naja, hier wollte ich dann jetzt diese Aufnahmesession zu Kirby dann jetzt auch beenden. War auf jeden Fall nice, Sunny mal dabei zu haben. Eventuell zum Endpart kommt er nochmal. Also der Zahn kann halt nicht jedes Mal vorbeikommen. Können ja dann jetzt noch geteasert werden, was das nächste Gebiet ist. Das sieht aber nach einem Eisgebiet aus. Eisgebiete finde ich immer richtig nice. Und Unterwasserlevel. Mhm. Was bei Kirby ja eigentlich nicht so der Fall ist. Aber ich finde das immer so nice. Ja, Unterwasserlevel ist eigentlich gut. So, aber wie gesagt, ich würde das dann hier jetzt für heute beenden. Die, sowohl die Aufnahmesession als auch hier der heutige Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sunny war gerne dabei. Yay. Das war sogar das erste, was wir hier vorhatten, als Sunny direkt hier bei mir mal angekommen ist. Direkt so, wir müssen Kirby aufnehmen. Nee. Den nehme ich dir mal weg. Hey. Und jetzt sehen wir uns wirklich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.